Komme gerade aus dem Primark raus. Primark Berlin Alexanderplatz. Hab da was gekauft. Das Ding ist, plötzlich sind alle freundlich. Aus dem Nichts. Von 0 auf 100. Alle plötzlich super freundlich. Auf einmal alle zuvorkommend. Jetzt kommen wir auch natürlich zu dem Video, was ich machen wollte und euch erklären wollte, was geschehen ist. Ich habe einfach mal eine E-Mail von Primark bekommen mit der Aufforderung, so auf dem Motto, bitte macht doch das Video weg und ich würde dann so eine Art 200-Euro-Gutschein bekommen. Bro, ich bleib dabei, Video bleibt drin. Ja, ist mir egal, ob die mir da 200 Euro anbieten, dass ich da einkaufen kann, aber das Video bleibt drin. Ja, ich habe nicht drin gefilmt. Ich habe keine Betriebsgeheimnisse offenbart. Gar nichts. Ich war hier auf dem öffentlichen Platz, wie hier. Und habe einfach gesagt, dass ihr Service schlecht ist, so wie ich es finde. Die sind schlecht, Bro. Ja, und die sind immer noch schlecht, auch wenn sie auf nett tun heute. Ich war drin, alle haben mich angeschaut. Als ob alle Bescheid wussten. Und klar wissen die Bescheid. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder meinen Scheiß guckt, aber wir kriegen von oben auf jeden Fall einen auf den Deckel. 100%, Bro. Selbst wenn es nur 1000 Leute sehen und das anderen 2.000, 3.000 Leuten weitersagen. Mundpropaganda ist sehr stark. Hier ist der Laden nochmal. Ich war kurz mal Handschuhe kaufen für 5 Euro. Die Handschuhe waren auch mal billiger. Und ja, auf jeden Fall kam die E-Mail rein, hab mir das angeguckt. Auf meiner Web-E-Mail. Ich dachte mir erstmal, was ist das für eine E-Mail, weil die nutze ich ja gar nicht. Diese E-Mail haben sie gefunden durch meinen Kanal und haben mir sozusagen die E-Mail geschickt und gesagt so auf dem Motto, hey, wenn du das auf dem Motto, also sie haben das gut beschrieben mit dem Text, dass wenn ich das Video runternehmen könnte, bitte, wenn ich so aufmerksam sein würde und das Video vielleicht bitte nur runternehmen könnte und denen so eine Art Chance noch geben könnte, dann würden sie sich erkenntlich zeigen. Und ich würde einen Gutscheinwert von 200 Euro kriegen. Und den könnte ich dann einlösen. Aber nicht mit mir, Primark. Ja. Meine Meinung bleibt. Musik ist laut, wir hauen ab. Meine Meinung bleibt. Ich gehe trotzdem ab und zu mal einkaufen hier, wenn ich hier bin. Basic-Sachen, nur T-Shirt. Bisschen, keine Ahnung. No-Name-Sachen halt. T-Shirt, Basic. Socken, sowas kaufe ich gerne ein, Unterwäsche. Und ja, ob die jetzt auch freundlicher tun, ist uns jetzt auch egal. Das heißt, dem wurde Druck gemacht von oben und jetzt tun die alle halt auf nett und alles ist cool und super freundlich, die Frau gerade an der Kasse. Huh, war sie freundlich. Vielleicht noch den Bonk? Ich sage, ja, danke. Und ja, aber man hat da natürlich die Augen gesehen, so richtige Geier arbeiten dort so, yeah. Weißt du? Man sieht da schon, dass die Leute schon giftig sind, so eklige Art. Ein und dieselben Gesichter, obwohl heute in dieser Schicht heute Abend waren 3, 4 andere noch da. Trotzdem sieht man, so wie die drauf sind. Ich habe nochmal einen Test gemacht, bin reingegangen, habe ein bisschen was gekauft. Die Leute sind eklig trotzdem. Sorry, ich bleib dabei. Das ist der schlechteste Primark in ganz Berlin. Das ist der hier am Alexanderplatz. Tut mir echt leid. Und ja. Primark schickt mir einfach eine E-Mail auf meine Webadresse. Was geht denn ab? Mit 200 Euro Gutschein wollten die mich kaufen. Geiler Scheiß. Läuft also. Läuft. Ja. Und ja, Polizei wieder hier am Start überall. Und wir gehen mal ganz kurz zum Ton, mal sehen, was da so abgeht. Ja, ja, Freunde. Das sind so die News, Freunde. Was geht denn hier ab? Ja, Mann. Ach, so ein Memorial für Leute, die gestorben sind. Ja, finde ich gar nicht cool so. Sehe ich nicht ein. Und die 200 Euro können sie auch behalten. Primark, wenn du das siehst. Das Geld könnt ihr behalten. Ist mir egal. Und ja, war eigentlich auch noch ein Fehler, solch eine E-Mail zu schicken. Gefällt mir gar nicht. Dass man versucht, mich zu kaufen, nur weil eure Mitarbeiter unfähig sind. Dasselbe gilt auch dem Burger King hier. Ihr seid unfähig. Und da gehe ich zu KFC lieber. Ja, jetzt gerade bin ich wieder auf dem Weg hier zum KFC. Am
S-Bahnhof Alexanderplatz. Direkt. Und krass, Digga, wie schnell das geht. Und ich habe ja noch nicht mal 10.000. Komm, knapp 10.000, aber trotzdem. Die Leute schauen sich das an und da spricht sich schon rum. Und das ist das Krasse. Das heißt, mit meiner Art und Weise, wie ich auf YouTube unterwegs bin, habe ich eine gewisse Kraft, habe ich eine gewisse Power in meinen Händen. Das heißt, ich halte das Zepter. Das heißt, was auch immer mir nicht gefällt und ich ehrlich offen sage, werde ich immer offen sein und sagen, wo das gerade ist, wo man schlecht behandelt wird und wo man nicht hingehen sollte. Und das wirkt sich auf jeden Fall auf die Abteilung aus. Auf die Werbeabteilung dort oder wer auch immer dein Büro sitzt, sich das Video anguckt, weil ihm das Video jemand geschickt hat oder gesagt hat, guck mal, ihr redet über euren Primarkt oder die Mitarbeiter oder sonst wer. Es gibt ja immer Leute, die gucken sich das an und es ist von Mund zu Mund Propaganda oder die schicken sich Links und sagen dann, guck mal, dieser Typ meint, ihr seid schlecht. Und das kam auf jeden Fall hoch bis zur Presseabteilung wahrscheinlich. Und die Leute haben das dann gesehen und sich gedacht, scheiße, das kann doch nicht sein, Bro. Es tut uns ja leid, wenn die Leute unfähig sind. Die haben ihn nur mal angestellt. Aber vielleicht kann man das ja so regeln, dass wir ihnen einen Gutschein geben und er hält schon die Schnauze. Nein, nein. Da müsst ihr tiefer reingreifen in die Tasche. Ja? Dann, keine Ahnung. Nicht mal das. Ich sag die Meinung, dann mache ich das so. Ist mir egal, ob du 200 € Gutschein schickst. Diesen Gutschein kannst du behalten. Wer auch immer da in der Presseabteilung sitzt, du hast es wahrscheinlich gut gemeint. Du willst auch so ein bisschen, obwohl, ihr habt es nicht nötig. Ja, der Laden läuft auch so, auch wenn jemand auch die Wahrheit sagt hier bei euch. Es ist nun mal stressig, wir sind nun mal am Alexanderplatz. Und so ist das eben. Es ist halt viel zu viel. Und die Mitarbeiter sind ja nicht die gleichen. Die Mitarbeiter sind ja auch immer andere Leute. Und trotzdem, 200 € Gutschein von Primark, lass mal sein, Freunde. Ja, ich bin selber nochmal reingegangen aus Prinzip und habe mir die Handschuhe geholt für 5 €. Weil wenn ich E-Scooter fahre, brauche ich Handschuhe. Jetzt dementsprechend wird es immer kälter. Und heftige Scheiße, Bro. Heftig. Der Primark versucht es zu schlichten. Zumindest die Leute aus der Marketingabteilung. Ne? Kommen so auf dem Motto, nimm dir jetzt einfach den Gutschein, kauf einen damit und mach bitte aber das Video raus. Es wäre in unserem Interesse, wenn sie das Video sozusagen beseitigen und bla bla. So auf dem Motto. Hat die gut umschrieben, ja? Also nicht direkt gesagt, lösch mal das Video bitte, hier hast du Geld, sondern die haben gesagt so, weißt du, bitte, kannst du vielleicht einen Gefallen tun, so auf dem Motto. Ja, hat mir wieder nicht gefallen und hätten sie gesagt, hier hast du 2.000 € oder eine Monatsflatrate, du kannst im Monat bis zu 10 Teile holen. Nein, Quatsch, ich mach Spaß, Freunde. Wie gesagt, der Primark wollte versuchen, mich zu bestechen. Die E-Mail kam, 200 € Gutschein. Und ich sollte vielleicht bitte in deren Interesse vielleicht mal das Video offline nehmen, weil das ist schon nicht cool und so. Nicht cool? Dann müsst ihr andere Leute qualifizieren für den Job, die es können. Leute, die es drauf haben. Leute nicht, die gelangweilt sind. Ich wusste, dass das Wellen schlagen wird. Ich wusste es. Ja, was man alles schon mit 10.000 erreichen kann. Ja, selbst wenn nur 1.000 Leute davon gucken. Diese 1.000 Leute sprechen dann darüber, dass der Primark in Berlin am Alexanderplatz scheiße ist. Ja, wir wissen alle, wie das funktioniert. Ne? Und so ist das eben. Ich sag ja nur meine Meinung, ich will niemanden schaden. Ich sag ja nur meine Meinung, der Primark ist scheiße. Der Burger King am Alex ist scheiße. Five Guys ist scheiße. Der ganze Platz ist voller Scheiße. Mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel KFC, die feiere ich. Leute super freundlich und nicht, weil da Tschetschenen an der Tür arbeiten, an der Kasse auch. Die Leute sind cool, egal wie müde sie sind, die lächeln trotzdem, die haben Spaß. Selbst dieser Shop hier, I Love Berlin, dieser Souvenirshop, ist super freundlich. Ja? Mit dem habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Uniqlo ist super freundlich, ja, der japanische Klamottenladen da. Dann haben wir C&A auch noch nie Probleme gehabt. Galerie Kaufhof auch noch nie Probleme gehabt. Saturn auch noch nie Probleme gehabt. Ja. Dunkin' Donuts, dieser McDonald's, obwohl ich da nicht essen gehe, wenn ich mir mal ab und zu ein Eis hole, auch noch nie Probleme gehabt. Alles drumherum, da habe ich noch nie Probleme gehabt. Deswegen mache ich hier die Erfahrung. Wenn da was Neues in Zukunft kommt, dann werde ich natürlich berichten.
Ja. Die Leute sollen schon so ein bisschen Schiss haben, wenn ich hier spazieren gehe. Die sollen ein bisschen Angst haben. Ja. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, Freunde. Das ist so der neue Update. Ja. Primark, lächerlich. Trotzdem Respekt an die Abteilung da. Ja. Ihr habt's versucht. Ja. Die Presseabteilung da. Die Marketingabteilung von Primark Berlin, Germany. Haut rein, Freunde. Mein Name ist Six All in the Mix. Bis zum nächsten Video. Peace out. Primark. Vielleicht beim nächsten Mal klappt das Primark. Vielleicht ein bisschen mehr Geld drauf und dann sieht man sich.